Ich bin Katja Rasch, Dekoratorin für Mathematik. Mathematik hier soll Spaß machen. Wir haben viele Mitmachstationen, in denen sich die Besucherinnen mit einfachen mathematischen Zusammenhängen auseinandersetzen können. Und der Harmonograph ist jetzt ein Kurvenzeichner, der zwei Schwingungen, die übereinander gelagert werden, zeichnet. Viele haben vielleicht schon von Lissajous-Figuren gehört, gefunden damals von einem französischen Physiker. Er hat zwei Stimmgabeln genommen, an denen Spiegel befestigt waren, und hat durch die einen Lichtstrahl abgelenkt. Darüber entstanden dann diese Lissajous-Figuren. Der Harmonograph wurde im Haus in den Werkstätten gebaut. Wir haben zwei Pendel, die ausgelenkt werden. Und diese Pendel geraten in Schwingungen. Diese Schwingungen übertragen sich auf einen Stift. Diesen Stift muss man dann vorsichtig aufs Papier absetzen, dass die Zeichnung auch tatsächlich aufgezeichnet werden kann. Was wir verändern können, ist die Frequenz der Schwingungen durch Gewichte. Wir können verändern, wie weit wir die jeweiligen Pendel auslenken. Und wir können die Verbindung vom Pendel zum Stift verändern, indem wir sie in der Höhe verstellen. Es wird meistens ein Oval, das dann immer kleiner wird, dadurch, dass wir Reibung haben und die Schwingung gedämpft ist. Der Harmonograph hat keine technische Anwendung, sondern er soll Spaß machen und er soll erfreuen. Jede Zeichnung, die wir mit dem Harmonographen machen, sieht vollkommen anders aus. Jeder der Besucher kann hier dem Ausstellungsdienst sagen, inwieweit er die Gewichte verstellen soll, und darf dann selber diese Pendel auslenken und kann sein eigenes Bild hier kreieren. Wir freuen uns, wenn die Besucher bald dann wieder in die Ausstellung kommen dürfen und die neue Mathematikausstellung anschauen und natürlich dann auch an dem Harmonographen ihr persönliches Kunstwerk mit nach Hause nehmen dürfen.